Es gibt eine neue Waffen-XP-Methode in Warzone, mit der ihr komplett AFK über die ganze Runde lang, ohne ein Ding zu machen, eure Waffen nebenbei leveln könnt. Sowas ähnliches gab es schon mal auf Verdansk, da habe ich glaube ich vor circa einem halben Jahr schon mal ein Video drüber gemacht. Und jetzt ist das Ganze wieder zurück auf Rebirth Island und wie das funktioniert, wie du komplett AFK deine Waffen nebenbei in Warzone leveln kannst, will ich dir heute in diesem Video erklären. Deswegen will ich am Anfang gleich gar nicht viel drum herum reden. Ich zeige euch als allererstes, wie der ganze Trick, Glitch, wie auch immer funktioniert. Und anschließend gehe ich noch ein bisschen auf den Trick ein und sag so die Vor- und die Nachteile und alles, was halt noch so ein bisschen dazugehört. Deswegen Freunde, wenn es solche Videos gefallen, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Like da und irgendeinen Kommentar für den Algorithmus. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Trick. Und das Ganze funktioniert im neuen Modus Rebirth Ladung. Oder halt Rebirth Payload, wie auch immer. Ihr seht es jetzt gerade am Anfang, ich habe das Ganze mit der Lapa gemacht. Ich hatte sie zu Beginn der Runde auf Level 30 und hatte so circa, ich glaube, 200 Waffen-XP. Und was ich als erstes gemacht habe, ist auf jeden Fall ein Double Waffen-XP-Token ausgerüstet. Das ist nicht 100% notwendig, ihr könnt es auch ohne machen, aber mit geht es halt nur nochmal doppelt so schnell. Wenn ihr dann eure Klasse habt, euer Double Waffen-XP-Token ausgerüstet habt, sucht ihr eine Runde Rebirth-Ladung. Sobald ihr dann in-game seid, wartet ihr, bis die Runde losgeht. Und danach macht ihr eigentlich nichts weiter, als euch einen Spot zu suchen, wo ihr safe seid. Und legt euch da einfach in die Ecke und bleibt den Rest der Runde AFK. Wie gesagt, das ist ein AFK-XP-Trick. Ihr könnt nebenbei irgendwas anderes machen. Ich habe das zum Beispiel jetzt auch nur nebenbei gemacht mit der Lapa, als ich ein bisschen was für meine Prüfungen vorbereitet habe und habe halt nebenbei so ein bisschen die Lapa durchleveln lassen. Und der Rebirth-Ladung-Modus ist ja so aufgebaut, dass ihr immer so Checkpoints habt, wo ihr dann die Trucks hin eskortieren müsst oder halt wiederum auf der anderen Seite dann verteidigen müsst. Der ganze Modus basiert ja immer auf zwei Runden, einmal eine Angreifer- und einmal eine Verteidigerrunde. Und wie eben schon gesagt, gibt es ja immer so diese Spots und jedes Mal, wenn euer Team ein Spot weiter ist oder allgemein das Fahrzeug weiter voranbringt, bekommt ihr auch dafür, dass ihr einfach nur in der Ecke rumsitzt, Waffen-XP. Das klingt erstmal eigentlich ziemlich, ich würde nicht sagen asozial, aber schon eigentlich ziemlich asozial den Teammates gegenüber. Und ich sehe auch schon so ein paar Kommentare, spätestens wenn ich das hier auf TikTok hochlade, dass es ja total unfair ist und ich AFK bin und meine Teammates nicht in Rebirth-Ladung unterstütze. Aber Freunde, sind wir mal ehrlich, also es fucking Rebirth-Ladung. So, who cares, man? Auf jeden Fall, was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ihr müsst natürlich die Klasse auswählen mit der Waffe, die ihr leveln wollt. Und während ihr AFK steht, müsst ihr die Waffe, die ihr leveln wollt, auch in der Hand haben. Und das macht ihr einfach so lange, bis die erste Runde vorbei ist. Zum Seitenwechsel solltet ihr euch wieder am Anfang einen Spot suchen, wo ihr euch dann wieder verstecken, in Anführungsstrichen verstecken könnt. Oh Mann, Alter, jetzt animiere ich die Leute schon zum Campen. Auf jeden Fall müsst ihr euch dann auch wieder einen Spot suchen, wo ihr safe seid und nicht getötet werden könnt. Natürlich gibt es anschließend jetzt noch zu sagen, wenn ihr den Modus auf Full Objective spielt, Full of Kills geht, wirklich wie eben schon gesagt, Full Objective geht, bekommt ihr auf jeden Fall mehr Waffen-XP, hundertprozentig levelt ihr schneller und so weiter und so fort. Es ist wie gesagt ein AFK-XP-Trick. Es geht bei dem Trick hier jetzt auch nicht darum, wirklich sehr schnell seine Waffen zu leveln, aber falls ihr nebenbei was anderes zu tun habt, aber ihr auch die Waffen leveln wollt, ist der Trick einfach wirklich einfach nur vom Vorteil. Wie gesagt, wenn ihr aber nebenbei natürlich zocken könnt und Zeit habt und ihr Waffen schnell leveln wollt, spielt den Modus auf komplett Objective, komplett auf Kills und so weiter und so fort. Da levelt ihr auf jeden Fall hundertprozentig schneller. Jetzt nochmal für euch, was mir das Ganze eigentlich gebracht hat, so die ganze Runde AFK zu stehen. Im Hintergrund seht ihr es gerade, ich habe 3 Level mit der Lapa gemacht. Es ist nicht sonderlich viel, dafür, dass ich nur AFK rumstande, ist es wiederum doch viel. Aber wie eben schon gesagt, würdet ihr Full Objective spielen, würdet ihr auf jeden Fall viel mehr Level machen können. Trotzdem eigentlich ein ganz cooler und ganz simpler Trick, Freunde. Und das soll es auch schon gewesen sein mit dem AFK-XP-Trick. Wie gesagt, eigentlich ein ganz simples und einfaches Ding. Macht das gerne so nach, falls ihr Lust habt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Trick haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch unbedingt gerne wieder ein Like da. Mich würde es mega freuen, wenn dieses Video auch wieder die 50 Likes packen würde. Und da würde ich sagen, Freunde, checkt noch gerne meine anderen Socials ab. Link dazu alles unten in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream.